Ja, vor der Ausstellung ist nach der Ausstellung. Wir sind jetzt hier im leeren Sonderausstellungsraum des SMAC. Vorher war hier die Ausstellung Leben am Toten Meer. Wir bereiten jetzt die Ausstellung Stadt zwischen Skyline und Latrine. Über den Untertitel muss ich immer noch nachdenken. Also die Ausstellung Stadt zwischen Skyline und Latrine bereiten wir jetzt gerade vor. Die Frage ist natürlich erstmal, wie kommt man überhaupt zu solchen Themen? Das Thema Stadt bot sich insofern an, weil die Archäologie hier in Sachsen in den letzten 25 Jahren riesige Ausgrabungen in Stadtkernen gemacht hat und in Städten. Und wir haben unheimlich viel Material. Und wir haben dann überlegt, was machen wir? Und wir haben uns sehr schnell entschieden, nicht eine Ausstellung zur Stadtarchäologie zu machen. Ja, da hätten wir zwar ganz viele Funde, ganz viel Material gehabt, aber wir haben uns gedacht, es passt besser in unser Ausstellungsprogramm, wenn wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt die Stadt? Was macht die Stadt aus? Das heißt, wir haben uns entschieden, eine Ausstellung zu machen, die wirklich sich mit der Stadt als einem multikulturellen Phänomen, so will ich das mal sagen, beschäftigt. Also Städten im Vorderen Orient, Städte bei uns, Städte im Mittelalter, Städte heute, vielleicht auch Städte in der Zukunft. So, das ist so die Grundüberlegung, mit der wir uns beschäftigen wollen. Und ja, dann haben wir natürlich erstmal geguckt, was könnten wir dann auch für Mitarbeiter gebrauchen. Weil wir es immer so machen, dass sozusagen ein fester Mitarbeiter immer so ein Kuratorenteam leitet, das bin ich jetzt in dem Fall, und wir uns dann noch zusätzliche Kollegen dazu einstellen, die Experten sind für einen bestimmten Bereich. Und wir haben dann eben mit Mario Klieber, einen Historiker, und mit Katja Manns, eine Geografin, uns mit dazu geholt, die sich vor allem auch immer mit Stadt beschäftigt hat, sie nennt sich jetzt auch Stadtgeografin, und mit diesen drei Leuten sozusagen als Kernteam sind wir seit mittlerweile fast 2,5 Jahren dabei, diese Ausstellung zu konzipieren. Ja, wenn wir so ein Grundkonzept für eine Ausstellung erarbeitet haben, dann suchen wir uns eine Gestalterfirma, da gibt es eine Ausschreibung. Und in diesem Fall hat Form und Fokus aus Leipzig die Ausschreibung gewonnen. Und die sind also jetzt auch schon einige Wochen mit dabei, die Gestaltung, unsere Ideen umzusetzen, und darum haben wir mittlerweile auch schon einen gewissen Grundrissplan für die Ausstellung, sodass ich so ein paar Sachen hier auch schon erklären kann, wo was zu sehen sein wird. Wir haben vier Bereiche uns für die Ausstellung ausgedacht. Der erste Bereich beschäftigt sich mit dem Bild der Stadt. Das wird gleich hier vorne zu sehen sein. Dort geht es also darum, welche Bilder sind auch schon vor Jahrhunderten von Städten gemacht worden, buchstäblich gezeichnet worden. Also wir haben als Beispiel Meißen, wo man sehr schön sieht, dass eigentlich diese Ansicht auf den Burgberg der Stadt Meißen schon vor Hunderten von Jahren so das zentrale Element ist, und das wird bis heute in der Tourismuswerbung immer noch in einer ganz ähnlichen Perspektive so verwendet. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Bilder von Städten. Wenn wir an Städte denken, dann denken wir an Skylines und Wolkenkratzer wie in New York, oder wir denken vielleicht an die Städte des Vorderen Orients mit Uruk, die nochmal ganz anders aussehen. Und die Frage ist natürlich immer, was macht die Stadt für uns aus? Und das ist für jeden natürlich auch individuell anders. Auch darum geht es bei dem Thema im Bild der Stadt. Genau, der zweite Bereich beschäftigt sich mit der gebauten Stadt. Da geht es um die Baumaterialien in unterschiedlichen Städten. Da geht es darum, wie sozusagen aus den kleinen Materialien, aus den einzelnen Häusern eine Stadt wächst. Da geht es auch um Stadtplanung, wie sie sich geändert hat in historischen Zeiten. Ob es vielleicht auch im Mittelalter schon sowas wie Stadtplanung gab, wie die Römer damit umgegangen sind. Solche Dinge werden dort besprochen. Und dann in dem Bereich, in dem wir jetzt sind, da geht es um das Leben in der Stadt. Da geht es um die städtische Vielfalt. Da geht es darum, dass auch Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenleben in der Stadt. Es gibt keine Stadt ohne Migration. Das kann man hier auf jeden Fall auch sehen. Es gibt aber eben auch Subkulturen. Es gibt mehr Freiheiten für Menschen in der Stadt als vielleicht auf dem Land. Genau, und der dritte Bereich der Ausstellung, da kommen wir jetzt hin. Noch ist nichts zu sehen, aber ihr könnt euch das ja vielleicht vorstellen. Wird der Bereich, da ist jetzt irgendwie schon der vierte Bereich, wem gehört die Stadt sein? Da geht es um die Politik. Das ist ein ganz zentrales Problem, weil in der Stadt leben Menschen sehr eng zusammen. Das ist eigentlich das, was die Stadt vom Dorf oder vom Land unterscheidet. Und wenn man eng zusammenlebt und noch dazu, wie wir eben schon gesehen haben, sehr viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dann gibt es natürlich auch Konflikte. Und das können wir auch schon feststellen seit Tausenden von Jahren, dass die Menschen diese Konflikte irgendwie lösen müssen. Und die Ansätze sind manchmal ganz ähnlich, wie sie auch heute noch sind. Ein Thema, das zum Beispiel in Städten immer eine Rolle gespielt hat, ist der Brandschutz. Und auch da muss man sich einigen, wer kümmert sich darum, wer muss beim Löschen helfen, wenn es irgendwo brennt.
Das stört wieder einige, die sich da nicht in ihren, Freiheiten einschränken lassen wollen, wenn jeder beispielsweise ein Löschgerät bereithalten muss. Das kostet Geld. Also es sind genau die Konflikte, die wir heute auch haben zwischen Gemeininteresse und Individualinteresse. Und die hat es vor hunderten von Jahren auch schon gegeben. Und auch diese werden wir also an verschiedenen Exponaten und Geschichten in der Ausstellung versuchen darzustellen. Ja, die Frage ist natürlich, Ausstellung leben von Exponaten. Das ist eigentlich immer die zentrale Kunst des Ausstellungsmachens, dass man Exponate und Inhalte zusammenbringt. Über beides muss man nachdenken, sozusagen nur Exponate ohne eine Geschichte, ohne Inhalte interessieren niemand und andersherum ist es genauso. Das erste sind natürlich unsere eigenen Exponate, also die, die die Landesarchäologie in Sachsen ausgegraben hat. Ein wichtiger Punkt wird ein Latrineninventar sein. Und damit sind wir schon bei einem der beiden Worte, das ja sozusagen auch den Ausstellungstitel bestimmen. Latrinen sind insofern ganz typisch für Städte und sind ganz typisch für die Stadtarchäologie, weil es in der Stadt nicht die Misthaufen gibt, wie auf dem Land. Das heißt, in den Städten im Mittelalter haben wir teilweise riesige, große Schächte, die zur Abfallentsorgung benutzt wurden, sind natürlich auch ganz buchstäblich die Toilettenhäuschen waren da drüber. Das heißt, da ist alles reingeflogen, was entsorgt werden musste. Auch manchmal versehentlich Dinge, also wir haben auch schon goldene Ringe in Latrinen gefunden, die sind sicherlich nicht absichtlich dort reingeschmissen worden. Und insofern geben uns diese Latrinen einen ganz eindrucksvollen Eindruck vom Alltagsleben in der Stadt, aber auch von der materiellen Kultur und von der Reichhaltigkeit dieser Kultur. Und wir haben uns darum entschieden, eines dieser Latrineninventare, was aus einer Latrine in Dresden kommt, etwa aus der Zeit um 1600, mal auszustellen mit der ganzen Vielfalt an Objekten. Und ich sage jetzt einfach mal, lasst euch überraschen, ich sage jetzt nicht, was da drin ist, aber ich glaube, das wird sehr bunt und auch ganz interessant sein, was dort gefunden worden ist. Das Schöne an Latrinen ist nämlich für den Archäologen, dass sich organische Stoffe dort relativ gut drin halten in diesem speziellen Bodenmilieu. Ein anderes Highlight der Ausstellung wird der älteste Stadtplan der Welt sein. Der stammt aus Nippur, also im heutigen Irak auch. Und das ist ein in eine Keramikplatte eingeritzter Stadtplan, etwa 3500 Jahre alt, den uns die Universität Jena ausleiht. Und wir werden zeigen das Zwickauer Rechtsbuch. Das ist ein Stadtrechtsbuch mit sehr eindrucksvollen Illustrationen. Auch das, glaube ich, ist ein Highlight der Ausstellung. Ja, genau, wir laden natürlich alle ein, uns dann bei der Ausstellung zu besuchen. Die Eröffnung wird sein am 21. Januar 2021, also das kann man sich gut merken. Und dann am nächsten Tag ist die Ausstellung 6 Tage die Woche bei uns geöffnet, bis zum 18. Juli 2021.